Die mysteriöse Natur des dunklen Volks und seiner Funktionsweise gibt ihm eine ganz eigene Faszination. Sein Zentrum ist der dunkle Tempel sowie dessen Variante, die dunkle Festung. Aber viele Details sind noch unklar, darunter die Regeln, die dieses Gebäude befolgt, die Funktionsweise seiner Flammen und etwaige Unterschiede zwischen Tempel und Festung. Ich habe daher mal einen genaueren Blick gewagt. In gewisser Weise ähnelt der dunkle Tempel dem Hauptquartier aus den ersten Siedlerteilen. Alles führt am Ende hierher und alles kommt von hier. Ein Unterschied ist aber, dass dunkle Tempel nicht parallel laufen können, wie es bei Hauptquartieren und Lagerhäusern der Fall ist. Besitzt ein Spieler aus irgendeinem Grund mehrere Tempel, rekrutiert die KI nur beim jüngsten Soldaten und Pilzfarmen liefern auch nur dorthin. Der Spieler kann theoretisch bei mehreren Tempeln rekrutieren, aber dazu gleich mehr. Wird der aktive dunkle Tempel zerstört, übernimmt sein jüngstes überlebendes Gegenstück seine Aufgaben. Tosai wollte wissen, ob es irgendeinen Unterschied zwischen dem dunklen Tempel und der dunklen Festung gibt. Vor meinem Video zu Manakoptern hatte ich tatsächlich den Verdacht, dass die Festung es dem DV ermöglicht, die Kosten seiner Einheiten und Manakopter zu ignorieren, wenn es sie nicht decken kann. Das erwies sich aber als falsch, ebenso wie die Vermutung, dass die Festung schlicht nicht zerfällt, wenn sie von grünem Land umgeben ist. Abgesehen von einem etwas anderen Grundriss und der etwas zugänglicheren Tür der dunklen Festung, konnte ich keinen funktionalen Unterschied nachweisen. Allerdings dominieren bei der Existenz mehrerer Tempel und Festungen immer die Tempel, obwohl die Festungen storytechnisch eigentlich die wichtigeren sind. Solange es also einen Tempel gibt, wird eine Festung nicht ihre normalen Aufgaben übernehmen. Diese Eigenschaften bedeuten auch, dass es in der Regel wenig Sinn macht, einem DV mehrere Tempel zu geben. Auch wenn es nicht direkt etwas mit dem Tempel zu tun hat, möchte ich kurz anmerken, dass die KI auf leicht 1 und auf normal 2 Mana pro Minute umsonst bekommt. Diese Werte können auch per Skript umgestellt werden und werden zur 10. Sekunde jeder Minute ausgezahlt, vermutlich um zu verhindern, dass das DV völlig handlungsunfähig werden kann. Der Bau neuer Pilzfarmen scheint auch um die 10. Sekunde jeder Minute herum ausgeführt zu werden, kann aber auch häufiger passieren, wenn dem dunklen Volk per Skript mehr als 60 Pilzfarmen pro Stunde erlaubt werden. Pilzfarmen sind für das dunkle Volk kostenlos und lediglich durch Zeit limitiert. Allerdings sind die Regeln für neue Pilzfarmen etwas undurchsichtig. Selbst mit 60 Farmen pro Stunde wird nicht jede Minute eine Farm gebaut. Das ergäbe Sinn, wenn es in der Praxis nur 60 Versuche wären, die eben nur gelingen, wenn ein Ort mit dunklem Land ohne Hindernisse gewählt wird. Allerdings entstehen die Pilzfarmen schon mit einem gewissen Muster um den aktiven dunklen Tempel herum und noch dazu scheinbar nie an Orten, die vom aktiven Tempel aus nicht zu Fuß zu erreichen sind. Die Platzierungslogik ist also schlauer als reiner Zufall. Möglicherweise wird die prozentuale Menge des dunklen Landes berücksichtigt, um eine Erfolgschance zu ermitteln, aber das ist reine Spekulation. Neue Pilzfarmen werden außerdem nur gebaut, wenn es bereits mindestens eine gibt. Andreas Manner wollte wissen, ob der dunkle Tempel wie eine Kaserne oder mehr wie ein großer Tempel funktioniert, ob dort Mana-Kugeln gelagert werden und ob der Tempel Hitpoints wie ein Turm besitzt. In der Praxis erfüllt der Tempel die Funktion einer Kaserne. Normalerweise hat er keine Nutzeroberfläche, da die KI diese nicht benötigt. Der Tempel kann aber Befehle vom Kasernenmenü annehmen, was manche DV-Karten nutzen. DV-Einheiten werden aber mit Mana bezahlt. 15 für beide Soldatentypen, 5 für Gärtner und 10 für Schamanen, wobei Schamanen und Gärtner immer nur einen Bruchteil ihrer Armee ausmachen. Mana wird aus den Mana-Kugeln der Pilzfarm gewonnen. Auf leicht sind es standardmäßig 2 Mana pro Kugel, auf normal 6. Auch diese Werte sind per Skript konfigurierbar. Hitpoints hat der dunkle Tempel vermutlich ebenso wie zivile Gebäude, basierend auf den eingetragenen Baukosten in der Building-Info. Das kann ich aber nicht testen, da es keine Einheit und keinen Zauber gibt, der den dunklen Tempel direkt angreifen kann. Von Tangrisnir kamen auch mehrere Fragen, darunter was mit Sklaven passiert, die den Tempel betreten und ob der Radius der Flammen von der Anzahl der Pilzfarm abhängt. Zu den Flammen sage ich gleich noch einiges, aber was Sklaven angeht, mit denen passiert im Tempel nichts Besonderes. Sie werden dort einfach aus dem Spiel entfernt, damit Sklaven immer einen Ort haben, an den sie gehen können, selbst wenn es keine Pilzfarm mit freien Plätzen gibt. Die primäre Verteidigung des dunklen Tempels ist eine Feuerbarriere, die alle feindlichen Einheiten grillt, die sich ihm nähern. Oder zumindest alles, was selektierbar ist. Zivile Siedler sind nämlich immun und Esel werden lediglich gezwungen, ihre Fracht fallen zu lassen. Auch Fahrzeuge sind nicht sicher, Schiffe allerdings schon. Das liegt aber vermutlich weniger an einer besonderen Eigenschaft von Schiffen und vielmehr daran, dass die Flammen auf gesundem Land wirkungslos sind und Wasser nie vom dunklen Volk verseucht werden kann. Die Barriere speist sich aus allen Pilzfarmen, die dem Besitzer des Tempels gehören. Eine Pilzfarm kann dabei auch mehrere Tempel parallel versorgen. Allerdings werdet ihr sicher schon festgestellt haben, dass die Barriere deutlich weniger einschüchternd wirkt, wenn nur wenige Pilzfarmen vorhanden sind. Sie reagiert dann auch deutlich träger und bekommt Probleme mit einzelnen Einheiten. Vermutlich um zu ermöglichen, dass man dann schon mit einem teuren Gärtneropfer den Tempel zerstören kann. Allerdings kann selbst eine von nur einer Pilzfarm gespeiste Barriere eine komplette Hundertschaft in 80 Sekunden ausradieren. Mit 2 sind es bereits nur 20 Sekunden, 3 schaffen es in spätestens 10 und 4 in weniger als 5 Sekunden. Was den Radius betrifft, dieser wird nicht von Pilzfarmen beeinflusst, allerdings ist der sichtbare Radius trügerisch.
Unter normalen Umständen werden die Flammen mit einer Entfernung von etwa 7 Feldern von den Außenwänden des Tempels angezeigt. In der Praxis reagieren die Flammen aber bereits auf Einheiten, die 10 Felder von den Wänden entfernt sind. Haltet also lieber etwas mehr Abstand. Wie bereits erwähnt, werden die Flammen auf grünem Land harmlos. Das führt in Kombination mit dem erweiterten Terraforming-Zauber seit dem Trojaner-Add-on zum sogenannten Tempeltrick, der das dunkle Volk komplett trivialisiert, da man die Pilzfarmen nun komplett ignorieren kann. Bluebyte hätte hier meiner Meinung nach irgendeinen Weg finden müssen, um diese Taktik etwas einzuschränken. Zum Beispiel indem die Festung irgendwie dagegen immun ist. Dann hätte man den Tempel als Vorposten nutzen können, wo es auch völlig okay wäre, wenn der Spieler ihn früh eliminieren kann. Eine Sache wollte ich aber noch wissen: Kann man die Flammen irgendwie überleben? Der Unsichtbarkeitszauber der Trojaner hilft uns hier nicht weiter. Die Flammen sehen alles. Tatsächlich sind die Flammen aber ein mehr oder weniger normaler Angriff mit einem festen Schadenswert von 255. Das ist der höchste Gesundheitswert, den ein Siedler haben kann. Es gibt aber zwei Wege, um den Schaden zu reduzieren, wobei nur einer davon in der Praxis einsetzbar wäre. Zum einen kann der Schildzauber der Römer es betroffenen Soldaten ermöglichen, einen Treffer zu überleben, wenn sie mehr als 128 Gesundheit besitzen. Zum anderen können Hauptmänner, wenn man ihren Rüstungswert modifiziert, die Flammen praktisch ignorieren. Das geht aber auch nur mit dieser Einheit, da alle anderen Siedlertypen den Rüstungswert gar nicht erst abrufen. Mit Fahrzeugen wäre dies wohl auch möglich, aber zwecklos, da kein Fahrzeug einen Einsatzzweck gegen einen dunklen Tempel hätte. Der Schaden wird auch nicht von Kampfkraft beeinflusst, welche beim dunklen Volk eh nur durch Skripte verändert werden kann. Hier hat aber anscheinend jemand mitgedacht, sonst wäre es nämlich ab 101% zu einem Overflow gekommen und die Barriere wäre viel schwächer geworden. Abschließend kann ich nur sagen, dass das dunkle Volk tatsächlich eine Bedrohung sein könnte, wenn es ein potenziell gewaltiges Snowboarding-Potenzial auch ausspielen würde. Das ist auch das Problem, dem sich jede spielbare Version des dunklen Volks stellen muss. In den Händen eines menschlichen Spielers ergeben sich Exploits, die schwierig bis gar nicht zu kontern sind. Das macht die Funktionsweise dieses Volks aber nicht weniger spannend.